Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Montag. Wir blicken auf Verbio, das ist heute unser Basiswert. Die Aktie war ja nochmal gehörig unter Druck gekommen. Wir sehen es hier sehr schön und das lag an fallenden Preisen für Biokraftstoffe, was den Ursprung in China hatte. Die hatten den europäischen Markt mit billigen Kraftstoffen geschwemmt, sage ich mal, aber da wurde gemauschelt, heißt es, und dann ist man auf die Schliche gekommen. Und seitdem geht es mit den Kursen auch von Verbio wieder aufwärts. Nicht nur mit dem Preis für die Biokraftstoffe, eben auch mit der Aktie. Und wir sehen, wir sind nah dran, hier diesen Widerstand anzulaufen. Und ich sage mal so, das Thema Energiewende ist ja in aller Munde. Und da ist Verbio mittendrin. Durch eben sein Produktangebot, gerade in Amerika, läuft es sehr gut. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir diesen Widerstand schaffen und dann hier zumindest mal in den Bereich von 50 Euro kommen. Das sind 7 Euro oder roundabout 17%, sage ich mal, überschlagen. Und das Ganze mit einem Faktorzertifikat von der HVB, die HC3WYS. Kostet aktuell 3,68, hat einen Faktor von 3. Den Stoppkurs legen wir bei 3,25. Am Freitag war es die Munich Re. Da waren wir sogar schon über 50 Euro. Wir haben einen Optionsschein empfohlen. Gibt eine leichte Gewinnmitnahme heute Morgen. Aber ich sage mal so, das Unternehmen ist weiterhin top. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da noch weiter steigende Kurse sehen. Aufgrund des Rücksetzers heute eben der Schein etwas ins Minus gerutscht. Aber wie gesagt, das war jetzt eher auch kein Tipp für einen Tag, sondern eher schon für ein paar Wochen, weil wir sehen, die Munich Re weiter eben steigen. Am 10. August kommen die Zahlen, die sollten das Ganze untermauern. Ja, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, viel Erfolg mit den Tipps. Und morgen gibt es schon wieder den nächsten. Bis dahin, machen Sie es gut.